Hallo Leute und willkommen hier bei Bauvideo Nummer 4 der USS Enterprise von Megablocks. Heute werden wir uns mal darum kümmern, dass hier der äußere Ring mit den ganzen Fenstern an die große Untertassensektion drankommt, die wir beim letzten Mal ja zusammengebaut haben. Eine äußerst beeindruckende Größe und heute wird es ein bisschen kraziler. Ohne viel Reden legen wir direkt mal los. Huiuiuiui, das war jetzt a lot of the same, also ganz oft den gleichen Bauschritt gebaut. Wir haben insgesamt 4 von diesen Ringen hier gebaut. Und die waren durchaus interessant, denn ich habe euch ja im Unboxing schon hier diese schwarzen Teile gezeigt, die hier zusammengesteckt werden, die einfach sozusagen als Knickachse fungieren, damit man hier diese leichte Rundung reinbekommt. Und dann gibt es da noch hier dieses spezielle Teil am Ende, das aussieht auf der einen Seite wie so ein, ja, wie so ein Technik-Brick, aber auf der anderen Seite, man kann es hier schwer sehen, hat er so einen Zahnkranz drin, damit man hier das Endstück, versuch's mal zu zeigen, so klack, 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 da kann man es so ein bisschen verstellen, stufenweise. Tja, und so sehen die Teile dann aus. Das sind hier diese Außenbereiche, die dann an die Untertassensektion drankommen. So sieht es aus, wenn die fertig montiert werden. Die werden mit den roten Bricks dann hier aufgesteckt, dann hier rund geführt. Da kann man es sehen, da wieder aufgesteckt und sind so recht stabil drin. Aber was mir direkt aufgefallen ist, wir haben diese Bauteile hier. Ich mache mal eins ab. Sekunde. Wir haben die ja gebaut aus hier solchen 1x5er Platten und darauf kamen dann diese Dreiecksfliesen, will ich sie mal nennen. Aber was hier direkt auffällt, ist, dass ihr seht, wir haben bedruckte und unbedruckte. Ja, und die bedruckten, die sind einfach kleiner, also am Ende nicht so hoch wie die unbedruckten. Da kann man also ganz, ganz deutlich einen Unterschied sehen. Hier zum Beispiel die bedruckte, wesentlich höher als die unbedruckte und das ist hier kein Einzelfall, sondern ist bei allen so. Hier nochmal genau dasselbe. Man kann sofort von oben sehen, wer bedruckt ist und ja, wer unbedruckt ist. Ist jetzt nicht wirklich großartig tragisch, aber zumindest mal merkwürdig. So, also hier haben wir noch das vierte Teil. Ich würde sagen, wir setzen das jetzt nochmal hier dran. Das kommt dann an diese Sektion und zwar so rum. Und hier seht ihr schon, da muss der rote Stein drauf. Wenn ich es jetzt mal mit einer Hand hinbekomme, schauen wir einfach mal. Also der rote Stein wird hier auf die Noppen gedrückt. Na. So. Da sitzt er drauf und ihr seht, durch die Biegung, ja, läuft das hier automatisch in Position. Und dann hätten wir diesen Außenbereich auch schon fertig gebaut. War auf jeden Fall mal interessant, wenn auch, wie gesagt, ganz, 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 ganz oft dasselbe. Einzigste Abwechslung war im Prinzip mal hier die Fensterteile sich rauszusuchen, die dann dort angebracht werden. Irgendwie schon ein bisschen blöd, dass die hier doch so uneben sind, also mit diesen unterschiedlichen Höhen. So ein bisschen fällt es eben auch von vorne auf. Naja, aber ich sag mal, jammern auf hohem Niveau. Immerhin haben wir keine Aufkleber da drauf geprimelt. Von daher geht schon in Ordnung. Und das mit der Rundung hier hat auch gut gepasst. Jetzt haben wir allerdings hier noch 4 Stück liegen. Dort könnt ihr die sehen. Quatsch, 4 Stück. Oh, es ist zu spät. 3 Stück sind es natürlich. Und die kommen jetzt einmal noch hier als Abschluss dran. Und einmal hier als Abschluss dran. Und ja, hier vorne fehlt auch noch einer. Die werden da einfach so aufgesteckt. Das ist jetzt wenig spektakulär, da muss ich nicht viel erklären. So, aufgesteckt, fertig ist es. Und dann können wir auch mal schauen, was hier als nächster Bauabschnitt ansteht. Da kommen mal wieder die guten alten Platten zum Einsatz, schön in Farbe und kommen hier oben drauf. Tja, und anschließend kommen wieder Platten, Platten, Platten. Also wir werden jetzt die, ich denke mal, die Oberseite weiter bauen und das wird, ja, genau wie die Unterseite, ein brutaler Plattenbau. Tja, Daumen, freut euch schon mal drauf. Also, ich würde sagen, wir machen mal weiter. Solide würde ich das mal nennen. Also hier die ganze Untertassensektion ist jetzt geschlossen worden, hier mit verschiedensten Platten, mit dreieckigen, mit 1x5ern.
und ja, mit allem Möglichen, auch hier um die Rundungen schön hinzubekommen, kann man hier gut erkennen. Und das Ding ist richtig solide. Wenn ich es jetzt mal hochhole, also da könnte man auch einen Schild draus bauen, gefühlt. Sieht wirklich gut aus. Ein schön solides Stück Klemmbausteinkonstrukt. Und da können wir nun gut drauf aufbauen. Und das machen wir auch, denn jetzt kommen hier noch mehr Platten und wir bauen dann ein bisschen mehr Struktur noch hier oben drauf. Was ein Mist ist das denn jetzt hier? Ich muss massig von diesen Platten hier verbauen. Insgesamt 14 Stück, die hier oben drauf müssen. Tja, aber das ist ein richtiger Krampf. Ihr seht schon, die Platte hier zum Beispiel, die will nicht halten. Also egal, wie ich das jetzt hier anstelle, hier kann man sehen, sie geht entweder hier hoch, dann drücke ich sie hier Noppe für Noppe an, und dann geht sie hier wieder hoch. Also das ist ja jetzt, ja, das ist scheiße auf Deutsch gesagt. Ich versuche mal hier eine andere Platte zu nehmen, vielleicht hält die ja besser, aber ich habe schon viel rumgemacht und rumprobiert, also so richtig gehalten, hat hier irgendwie noch keine von denen und es geht auch wirklich sehr, sehr schwer nur drauf und ach, der Mist kommt immer wieder hoch. Also das da, das gefällt mir jetzt wirklich überhaupt gar nicht. Ja, bisher haben die Platten immer gut drauf gepasst, aber das hier ist jetzt ein echtes Problem. Tja, so richtig gebogen ist die ja auch nicht. Also so ganz minimal vielleicht. Vielleicht sollte ich sie ein bisschen noch mal in Form biegen, dass sie richtig gerade sind, aber naja, so richtig krumm sind die nicht. Müsste doch eigentlich drauf passen. Ich mache einfach mal weiter und schau mal, irgendwie wird es schon gehen. Aber tja, ungünstig ist das da auf jeden Fall. Die nächste Schicht der Platten wurde aufgebracht. Man kann sehen, wir haben jetzt hier schon fast alles in Grau. Das ganze bunte Gewusel hier ist verdeckt und die Platten hier haben auch gut gepasst. Ja, die Platten hier aber, die Platten hier, die wollen einfach nicht halten. Ich habe hier so drei Stück auf der Vorderseite. Das hier ist die Vorderseite der Untertassensektion. Die wollen einfach nicht. Da kann ich machen, was ich will. Ich habe den Kleber noch nicht gezückt, noch nicht, denn ich hatte die Hoffnung, dass die hier noch überbaut werden, aber naja, so richtig überbaut wurden sie nicht. Und jetzt kommt hier auch nur noch ja, die Registriernummer drüber mit diesen kleinen Fliesen, diese 2x2er Fliesen. Ja, ich befürchte mal, die werden irgendwie hier nicht genug Halt erzeugen, aber ich werde es erstmal versuchen, bevor ich hier mit dem Klebstoff anrücke, um die Dinger hier endlich unten zu halten. Also, das ist echt blöd. Naja. Ja, jetzt macht es doch schon richtig Sinn, hier mal drüber zu fliegen mit der Kamera. Wir haben den Schriftzug angebracht, USS Enterprise. Und zwar auf 1, 2, 3, 4 Fliesen insgesamt verteilt auf ja, zwei verschiedenen Ebenen. Hier kann man das sehen. Sieht sehr schön aus. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Dann hier die Kennung NCC-1701. Auch sehr schön. Natürlich keine 2x2er, wie ich eben gesagt habe, sondern das hier sind 3x3er Fliesen. Also richtig schön große. Aber leider, ja, sie sitzen an der falschen Stelle. Hier steht es immer noch hoch. Das macht mich echt wahnsinnig. Aber ich werde jetzt mal bis zum Ende nichts tun und werde das so lassen. Und tja, eventuell dann ganz zum Schluss nochmal mit ein bisschen Kleber dort nachhelfen. Auf jeden Fall sind wir hier oben so gut wie fertig. Ihr seht, hier fehlt nur noch der obere Abschluss für die Brücke. Wir haben hier diese, keine Ahnung, was das sein soll, für Lichter wahrscheinlich soll das darstellen. Und dann haben wir hier die Positionslichter, einmal rot auf der rechten Seite von mir aus gesehen und grün auf der linken. Dann haben wir hier hinten noch zwei gelbe Nupsis, wahrscheinlich auch irgendwelche Lichter auf der Oberseite. Tja, und so sieht sie nun aus, die Untertassensektion. Und wenn ich sie jetzt mal auf den Arm nehme sozusagen, ist das Ding echt schwer geworden mittlerweile. Ein echt schwerer Klotz
aber wirkt bis auf diese blöden hochstehenden Platten hier vorne wirklich klasse und solide. Alles hat gepasst. Bisher keine Fehlteile. Toi, toi, toi. Und jetzt sollen wir das ganze Konstrukt einmal rumdrehen und dann machen wir hier auf der Unterseite weiter, denn auch dort muss ja noch ein bisschen was angebaut werden. Hier können wir schön mal die Aufnahme sehen, wo später dann da hinten der Hals reinkommt und die Verbindung hergestellt wird zwischen der Untertasse und dem Rest des Schiffs. Aber ich wollte euch hier nochmal zeigen, wie die Unterseite hier aussieht. Wir haben hier diese schwarzen Nupsis dran gesteckt. Da bin ich wirklich gerade überfragt, wofür die genau sind. Aber das hier, das sind wieder mal die Positionslichter. Einmal grün, einmal rot. Dann hier die Kennung NCC 1701. Dann haben wir hier schon mal so einen Kreis anskizziert. Und diese, ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber auf jeden Fall diese Linien, die ja auch beim Original hier rechts und links weggehen, haben wir hier oben auch schon mal dran gebaut. Als nächstes kann diese ganze Sektion hier mal zur Seite rüber, denn wir bauen, oh Gott, Hilfe, upsala, denn wir bauen jetzt ein Teil, das hier später dran kommt. Das wird erstmal separat gebaut und dann dran gesetzt. Ja, also damit geht's weiter. Übrigens, Seite 100. Und da haben wir das Segment auch fertig, das hier unten an die Untertassensektion drankommt. Ihr seht, Platten über Platten und ja, vor allem auch Ringplatten über Ringplatten haben wir hier geschichtet. Dann hier eine kleine weiße Abdeckkappe. Und so ein paar Fliesen, wo nochmal Fenster und Lichter drauf zu sehen sind. Das ist ein schönes Teil. Hier unten kann man sehen, aus diesen Viertelkreisen den großen zusammengesetzt und dann Stück für Stück hochgebaut. Auch wieder ein total massives Teil. So, und das wird jetzt hier quasi verheiratet mit der Unterseite. Ich muss mal kurz schauen, wie rum kommt es hin. So rum kommt es hin. Und ja, man sieht schon, das wird einfach nur hier auf die Noppen aufgesteckt, an diesen fünf Stellen. Und dann sollte das auch schon funktionieren und halten. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, das passt. Jawohl, da ist er eingerastet. Da auch und da auch. Und noch ein bisschen Druck in die Mitte. Jawohl, das war's. Passt die Unterseite. Ja, scheint fertig zu sein. Ich dachte eigentlich, da kommen hier auch noch so zwei Teile hier hinten dran, aber vielleicht täusche ich mich, oder? Die kommen noch. Auf jeden Fall haben wir diesen Part jetzt fertig und laut Anleitung, ja, sollen wir jetzt nochmal umdrehen, denn jetzt geht es nochmal oben weiter und zwar, wie es aussieht, ja, nach demselben Schema. Auch dort bauen wir wieder eine Sektion, also die Brücke. Und die wird dann auch zum Schluss hier draufgesetzt. Und dann ja, können wir Hochzeit feiern, Untertassensektion zum restlichen Teil der Enterprise. Also, das mache ich noch und dann ist für heute hier Feierabend. Darf ich vorstellen, die Brücke der USS Enterprise. Sie ist fertig, allerdings gab es hier Probleme. Ja, vielleicht könnt ihr es schon erkennen, wo. Ich habe hier Lücken drin, hier, hier und hier und hier. Und das resultiert daraus, dass diese Viertelkreise hier, diese Viertelkreisplatten, die und die hier, ja, die hätte ich eine Nummer größer noch gebraucht, aber habe sie nirgends mehr gefunden. Die habe ich definitiv nicht mehr, die waren hier in der falschen Größe dabei. Ich habe nochmal nachgeschaut, ob ich die vielleicht irgendwo falsch verbaut habe, aber nein, definitiv die falsche Größe. Das ist natürlich richtig doof, dass ich jetzt hier diese Lücken drin habe und ich habe mich dazu entschlossen, hier aus meinem Fundus solche zweimal, also einmal Zweier zu holen und die dann einfach mal hier so reinzusetzen, damit zumindest, na, ja, damit zumindest die Lücke nicht mehr da ist. Allerdings ist die schöne Rundung damit auch ein bisschen abgeflacht und nicht mehr so perfekt, ja, wie es eigentlich gedacht war. Aber naja, gut, ist ein kleines Problemchen, da kann ich durchaus mit leben. Aber dennoch schade. Schade, schade. Das erste Teil hier, wie es aussieht, das definitiv
falsch dabei war. Ansonsten ließ sich auch hier die Brücke gut bauen und sieht sehr nett aus mit den bedruckten Teilen. Ihr seht, wir haben hier diese Rundteile, wo die ganzen Fenster drauf gedruckt sind. Hier hinten diese ja, gebogenen Steine, die runtergehen. Denn hier hinten der bedruckte Stein nochmal, ach, sieht sonst sehr schön aus, gut gebaut. Und jetzt werden wir das noch an die Untertassensektion dran bauen. Doch das Ganze klingt leichter als es ist, denn ja, ich muss die Untertassensektion hinstellen, aber wir haben ja schon hier unten den unteren Bereich dran. Das heißt, die ganze Geschichte wird jetzt hier ein wenig wackelig werden, aber na, wir versuchen es einfach mal. Also wir nehmen hier unsere Brückensektion und im Prinzip, ja, die wird ja nur hier aufgesetzt. Ja, aufgesetzt, an die Noppen festgedrückt und dann sollte es hinhauen. Ich mache es mal eben mit einer Hand. Bekomme ich das hier nicht hin. Und da ist sie drauf, die Brücke, und sie hat gut gepasst. Sie hat richtig gut gepasst. Also ihr seht, die sitzt perfekt. Das war auch nicht immer so. Also bei anderen, wo ich schon gesehen habe, die das Modell hier gebaut haben, die hatten echt Probleme, hier dieses Brückenteil anzubringen teilweise. Aber bei mir, muss ich sagen, hat es wirklich gut gepasst. Also man bekommt ganz individuelle Probleme geliefert. Tja, bei mir hat eben hier die falschen Teile waren hier mit dabei. Dafür hat es jetzt gut gepasst beim Dranbauen. Wir sehen auch hier hinten der Druck, der hier runter geht und dann über diese Fliesen hier weitergeführt wird. Ja, passt. Sieht gut aus. Ganz leicht versetzt, aber damit kann man leben. Insgesamt muss ich sagen, bis auf die kleinen Problemchen hier, ist die Untertassensektion wirklich gut und sehr, sehr toll geworden. Und sie ist richtig schwer. Also wenn man die einhändig hochholt, ich würde mal sagen, ach, so 1,5 Kilo hat die bestimmt schon. Und sie ist prächtig und groß geworden. Also sieht richtig klasse aus. Und jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, dass wir hier Hochzeit feiern.